Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Selbstverständnis der Generationen. Als ich den Diskussionstitel gelesen habe, sind mir sofort zwei Äußerungen eingefallen. Die eine von Joschka Fischer, gellt uns, glaube ich, allen noch in den Ohren. Er war der letzte Rock'n'Roller und nach ihm kommt nur noch Playback. Und die andere Bemerkung, die mir dazu eingefallen ist, kommt von Helmut Schmidt, meinem Herausgeber bei der Zeit, der gesagt hat, wer nicht durch die Scheiße gegangen ist, und damit meinte er den Zweiten Weltkrieg, kann in vielen Problemen, die sich heutzutage stellen, überhaupt nicht mehr mitreden. Die beiden Äußerungen erwecken ja so den Eindruck, dass die Frage, wie viel Respekt eine Generation verdient, damit zusammenhängt, worum sie kämpfen musste. Und zum Zweiten, dass mit der Entfernung zum Zweiten Weltkrieg das Heroische sich immer weiter verflüchtigt. Ich, als jemand, der 1962 geboren ist, habe in dieser Beziehung oft ein bisschen neidisch auf die 68er geguckt und immer gefunden, dass die großen Schlachten geschlagen sind, die gute Musik gesungen ist. Wenn es aber, wie die Heinrich-Böll-Stiftung fordert, nun zu einem neuen Generationenvertrag kommen soll, müsste man mal ausloten, wie sich die verschiedenen Generationen selbst verstehen und wie sie auch zueinander stehen. Hier ist jetzt ein Podium versammelt von Leuten, die uns da, glaube ich, sehr gut Auskunft geben können. Hier ist heute alles erlaubt. Es wird auch eine persönliche Diskussion werden, weil es ja auch gar nicht anders geht, wenn man das Selbstverständnis einer Generation formulieren soll. Der eine Satz, den ich heute Abend gerne verbieten möchte, ist der, ich kann hier nicht für eine ganze Generation sprechen. Das versteht sich von selbst. Wir tun es aber heute Abend einfach mal. Sie sind nachher auch eingeladen, das einfach mal zu tun. Das, glaube ich, ist alles dann klar wie Kloßbrühe. Ich habe jeden der Teilnehmer gebeten, sich eine Szene oder eine paradigmatische Gestalt auszudenken, die für seine Generation bedeutsam ist. Da manchen ist was eingefallen, anderen nicht. Sie sind gerne eingeladen, dazu nachher auch was beizusteuern. Ich würde jetzt gern mit Micha Brumlik anfangen, Pädagoge, Philosoph, 1947, muss uncharmanterweise heute Abend immer die Geburtsdaten dazu sagen. 1947 in der Schweiz geboren, hat neben seiner akademischen Tätigkeit, vor allen Dingen als Pädagoge, 23 Bücher geschrieben, wenn ich richtig gezählt habe, die sich sehr viel mit Geschichte, Politik und Kultur des Judentums beschäftigen, aber auch mit dem Verhältnis von Juden und Nichtjuden in Deutschland, viel mit Vergangenheitsbewältigung und sie haben sich auch in diversen Zeitungen immer wieder zu vergangenheitspolitischen Debatten geäußert. Ich würde Sie heute Abend gerne sozusagen als den 68er verhaften, obwohl Sie streng genommen ja eigentlich dafür 10 Jahre zu jung sind. Also die, ne, oder? Darüber reden wir nachher. Okay, gut. Mal mit also ich darf Sie verhaften, ja? Ja, ja. Gut. Ich fange mal mit einem Akt zivilen Ungehorsams an und schildere nicht eine, sondern zwei Situationen. Dazu hat mich diese schöne Juni motiviert. Also Szene 1, ich stehe im Abitur im Frankfurter Lessing-Gymnasium. Sie haben ja gesagt, ich interessiere mich für Israel und Judentum. Meine Gedanken waren voll und ganz befasst mit der Sperrung der Meerenge von Tiran. Und dann kommt plötzlich diese Nachricht in Berlin, der Student Benno ohne Sorg erschossen. 2. Juni 1967, das ist vor 47 Jahren gewesen. Die Pointe an dieser Erinnerung ist, das kennt man aus Selbstanalyse, das ist nachträglich konstruiert. Denn am 2. Juni 1967 habe ich mich für die Sperrung der Meerenge von Tiran interessiert und sehr viel weniger für das, was im damaligen West-Berlin vor sich gegangen ist. Aber Sie haben ja auch über die Musik geredet, jetzt kommt Szene 2, 32 Jahre her, Helmut Schmidt haben Sie auch erwähnt, Demonstration gegen die NATO-Nachrüstung auf den Bonner Hofwiesen. Es dunkelt, 100.000 von Leute und es singt die Gruppe BAP verdammt lang her, wir haben mitgerockt und es war wunderbar. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, keine Nachträglichkeit, es war richtig, gegen die Nachrüstung demonstriert zu haben. Das war
ein unmoralisches Risiko, das man nicht hätte eingehen dürfen. Aber nochmal nachgefragt, was war, würden Sie sagen, der wichtigste Kampf der 68er? Und würden Sie Joschka Fischer zustimmen, dass, also der hat das ja auf sich selbst gemünzt und er selbst ist auch eigentlich kein 68er, aber trotzdem diese Idee, danach kam eigentlich nur noch Playback, würden Sie dem zustimmen? Würde ich so nicht sagen. Vor allem muss man mal sagen, dass die sogenannten 68er 5% einer soziologischen Kohorte gewesen sind. Die meisten 68er, Joschka Fischer nicht, waren Akademiker, aber da heute haben wir eine Abiturientenquote von 40%. 1967, als ich Abitur gemacht habe, waren es knapp 5. Und eines ist richtig, die prägende Generationenerfahrung waren die Hypotheken und Lasten des Nationalsozialismus. Und da kann ich nur sagen, das haben wir am eigenen Leibe erlebt. Die Hälfte unserer Lehrer waren schwer traumatisierte Rechtsradikale bis kaputte ehemalige Wehrmachtssoldaten, die uns immer montags, darüber waren wir natürlich froh, mit ihren Kriegserlebnissen behelligt haben. Ich glaube schon, und deswegen 1982, dass die nachkommenden Schüler und Studenten, wie sagt man dann, diese Fackel noch aufgenommen und weitergereicht haben, obwohl es schon damals welche gab, die gesagt haben, die 68er, die versperren alles und lassen keinen anderen Raum zur Entfaltung. Darauf kommen wir später nochmal, auf diesen Vorwurf gegen die 68er, dass die als die Generation der Babyboomer sich mit guten Stellen versorgt haben und im Grunde wenig Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen genommen haben. Das ist ja so ein beliebter Topos. Neben mir sitzt Jürgen Teipel, 61 in Kulmbach geboren. Hat in den 80er Jahren selber viele Konzerte veranstaltet und trat 2001 mit dem Buch Verschwende deine Jugend auf den Plan. In dem Punk als Lebensform und ja, Lebensweise, Gedankengebäude ausgeleuchtet wurde. Wie ist das mit Punk? Wie verhält sich Punk zu 68? War Punk ein Aufstand und womöglich der letzte Aufstand oder war es eher die Absage an den Aufstand? Also damals hat sich's ganz konträr zu 68 verhalten. Also 68 ging uns furchtbar auf den Sack, hat, wie wir dachten, alles besetzt, was in Richtung Anti ging. Und das wollte man sich natürlich nicht bieten lassen und hat dann versucht, und das war so das Doofe, alles anders zu machen. Und es ist eigentlich gar nicht mehr so viel übrig geblieben, was man so anders machen konnte. Ein Ding vor allen Dingen, also man wollte nicht diskutieren. Es gab so Dinge, ich weiß noch, so eine Band, die ich ganz gut kannte, Kriminalitätsförderungsclub aus Düsseldorf, die meinten, wir diskutieren nicht und wenn du uns blöd kommst, hauen wir dir auf die Fresse. Also es ging um ganz andere Sachen. Es ging um auch Sachen anders machen als die 68er und das war so ein bisschen doof, aber die waren der Lieblingsfeind. Also eigentlich noch mehr als die Nazis und noch mehr als die Langweiler, die Bürger sozusagen. Mhm. Und was ist daraus geworden? Also diese Idee, keine Zukunft, was ich habe, ich bin immer noch derselben Meinung natürlich. Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ja. Okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Genau. Da drüben sitzt Georg Dietz, Journalist und Autor, 69 in München geboren. Er hat über die Beatles und die Stones geschrieben. Also von wegen die gute Musik ist gesungen, über den Kampf seiner Mutter gegen den Krebs, über die Bundesrepublik als Warenkorb und auch über Berlin. Derzeit schreibt er bei Spiegel Online die Kolumne Der Kritiker. Ich weiß nicht, ob Sie letztens vielleicht seinen Aufsatz zu Sloterdijk, ist eines meiner Lieblingsstücke von Georg Dietz, gelesen haben. Sie werden immer den Autoren der Generation Golf zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie glücklich Sie damit sind. Dieses Programm aus Hedonismus, Ironie, Markenkunde, passt das für Sie noch? Hat das mal gepasst und was ist daraus geworden? Ja, Sie haben mich ja auch gefragt, deswegen würde ich doch noch mal ganz kurz einhaken. Und ich bin aus einer hedonistischen Generation und aus einer anti-autoritär erzogenen Generation, deswegen habe ich gleich drei Ereignisse.
Trumpf nochmal Herrn Brumlik. Ganz kurz hatte ich gedacht, Mauerfall ist für mich irgendwie ein Beginn von irgendwas. Totaler Unsinn natürlich, war mir total egal, war ein fremdes Land, kannte ich nicht, wollte ich nicht. Anwesende und sonstig Betroffene, bitte ich das zu entschuldigen. Es war, glaube ich, aber für 95% der deutschen Bevölkerung und der deutschen Politiker auch so. Hat jemand Herr Lehmann gesehen, den Film? Nein, so, also das war so eine, retrospektiv erhoffte Generationenmarke für irgendwas, war es für mich nicht. Die andere Generationenmarke war in bizarrer Weise beim ganz schnellen Nachdenken Occupy Wall Street, so ganz weit her, also 20 Jahre danach, stimmte auch natürlich nicht, war natürlich eine ganz andere Generation, viel jünger, aber das war so, dachte ich dann plötzlich, so eine Politisierungssehnsucht, die immer da mitschwebte. Was eben die Konsequenz ist, dass es theoretisch ein 20-jähriges Loch ist, was dazwischen gähnt. Auch 9/11 ist wirklich nicht so ein, also es ist politisch, philosophisch, aber nicht generationell für mich so ein Ereignis gewesen, was mich betrifft. Und das Einzige, worauf ich dann gekommen bin, was irgendwie in der kulturellen Relevanz und auch in der Szene, die es verkörpert hat, mich interessiert hat als Generationenmoment, war eben der Film Pulp Fiction von Quentin Tarantino, quasi die, das Endspiel, das fast Beckettsche Endspiel der Postmoderne. Danach ist quasi Postmoderne erledigt gewesen. Das war ja auch die gute Nachricht des Filmes, dass man sich irgendwie versucht hatte, davon zu befreien, von dieser merkwürdigen, schimmernden Scheinwelt, die einen umgeben hatte die ganzen Jahre. Und eben speziell eine Szene, wo John Travolta, der quasi schon herztoten Uma Thurman so eine Adrenalinspritze also ins Herz rammt. Mit einem Holzkreuz. Genau. Und das ist halt so vielleicht das Generationenbild auf eine gewisse Weise. Weil irgendwie, ich meine, muss schon, also uns ging es halt wahnsinnig gut. Das waren natürlich die Jahre, wo der Westen alle Weltkriege gewonnen hatte und die liberale Fukuyama definierte Demokratie irgendwie eben die Geschichte beendet hatte. Und das war eigentlich auch das Gefühl so für uns. Also es war irgendwie hedonistisch, ökonomisch, es war auch eine gute Zeit, also eine lustige Zeit. Und trotzdem spielten natürlich da bestimmte Sachen keine Rolle, die dann sich in so einer generationellen Schlappheit auch irgendwie am Ende ausgewirkt haben. Also so dadurch, dass wir irgendwie Sieger waren, haben wir halt auch nie gekämpft und haben uns auch diese ganzen Kämpfe irgendwie auch nicht wahnsinnig interessiert. Deswegen haben wir uns da halt um Turnschuhe gekümmert oder um Frisuren oder aber auch auf eine andere Weise irgendwie als, eher Turnschuhe als Frisuren ehrlich gesagt, auch auf eine andere Weise als irgendwie halt das Punks oder Popper gemacht haben, die letztlich noch diese Embleme des Ästhetischen hatten als Kampfmittel gegenüber bestimmte Positionen. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel, das muss man vielleicht auch betrachten, dass man irgendwie immer davon ausgeht, so dass in Deutschland Generationen immer kämpfen miteinander. Das hat natürlich extrem mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, das hat auch für ein paar Generationen gestimmt. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch, also in anderen Ländern ist es nicht so. Natürlich definiert sich eine Generation bestimmterweise, aber auch die 68er, die immer die ganzen Diskurse bestimmen, schauen dann immer irgendwie mitleidig auf diese ganzen nachkommenden Generationen. Die seien ja alle so dumm und unpolitisch, weil sie sich nicht wehren würden. Aber es ist natürlich irgendwie klassisches, falsches Verständnis, dass alles so sein muss, wie man es selber einmal gemacht hat. Anyway, das ist so ein kurzes Statement. Also es ist irgendwie, ja. Also ja, ich, also Generation Golf, ja, finde ich, nehme ich an. Also ja, mit allen schlimmen Begleitumständen. Aber das können wir nochmal diskutieren. Nochmal kurz, wann war das zu Ende, dieses selige, man sitzt auf dem Sofa und alles geht immer so weiter und Samstag kommt Wetten, das und so. Wann war der Knall? Wann war das? Wetten, das habe ich nie geschaut. Ich habe auch das Buch nicht gelesen. Also von Elias. Ich glaube, irgendwas endete schon so um 1999 herum auf so eine gewisse Weise. Ich weiß nicht genau, warum. Helmut Kohl. Ich habe damals... Helmut Kohl, ja. Helmut Kohl. Hat wahrscheinlich damit zu tun. Auch wahnsinnig interessant, Helmut Kohl und Generation, auch Helmut Schmidt und Generation. Ist ja total toll, die Denkverbote, dass man irgendwie nicht über Generationen urteilen darf, weil man nicht dabei war, weil man nicht irgendwie selber an der Front war. Also bizarre, bizarre herrische Attitüde. Aber 98, 99 glaube ich tatsächlich, also es hatte dann auch, ich möchte es nicht irgendwie persönlich werden, aber es hatte auch mit Christian Kracht zu tun, der so ein Schlüsselautor für diese Zeit auf eine gewisse Weise ist. Und der hatte 1999 so ein Geschichtenband Mesopotamia
Und da stand hinten drauf, Irony is over, hat er geschrieben oder herausgegeben. Und irgendwie da hatte ich dann halt so Föte und Text geschrieben, die neue Ernsthaftigkeit, was man halt so macht als junger Redakteur, behauptet man sowas. Und es wird dann auch, glaube ich, es wird dann immer wieder behauptet, aber irgendwas endete mit dem Jahrhundert logischerweise schon. Und wahrscheinlich waren die 90er ja auch eine dekadente Zeit, eben Ecstasy, Love Parade, irgendeine Art von Verschwendung auf eine andere Weise. Trotzdem hat es für mich eben nicht wirklich einen Moment gegeben, schon 9/11 auf eine gewisse Weise, aber es war also um diese Zeit herum endete ja die Postmoderne. Das hat auch Don DeLillo gesagt, 9/11 endete die Postmoderne, die mit Kennedys Mord begann. Also das waren die 40 Jahre der Postmoderne und die sind zu Ende und dann die Nullerjahre stafften wir halt alle so rum und wussten auch nicht genau, was los ist eigentlich, wo es hingeht. Aber so dieses, und da wurde es halt immer enger alles, also die Krise. So. Aber uns ging es halt wahnsinnig gut. Geht's ja wahrscheinlich immer noch recht. Geht schon, noch, danke. Schon, ja. Geht noch, danke. Adriana Lettrari, Politologin, habe ich 1979 in Neustrelitz-MacPom geboren. Wir haben uns kennengelernt, als du noch Mitarbeiterin bei Fritz Kuhn warst. Und damals warst du aber schon beseelt von der Unzufriedenheit darüber, wie über den Osten immer als Problemzone und Nazis und gibt ja auch dieses Wort Wolfserwartungsgebiet. Ne? Also wo die Bevölkerung verschwindet, kommen die Wölfe zurück und so weiter. Also der Osten als so eine Gothic... Also aus dieser Unzufriedenheit heraus hat sie die Organisation Wendekind gegründet, die der dritten Generation Ost eine Stimme verleihen will. Adriana, wir gehen auf das Jubiläum 25 Jahre Mauerfall zu. Wir haben jetzt hier schon einiges über Aufstände und Rebellionen gehört. Hast du den Eindruck, dass die friedliche Revolution im Osten schon den richtigen Platz im deutschen Selbstverständnis gefunden hat? Viele Leute sagen, wenn sie ehrlich sind, war es ihnen herzlich wurscht. Und wo ist diese dritte Generation, womit unterscheidet die sich von den beiden davor? Was ist der Punkt? Ja, vielen Dank, Mariam, dass du mich jetzt auch nach dir rannimmst. Ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass die Leidenschaft für die Turnschuhe scheinbar geblieben ist. Und wollte jetzt ganz gerne diese Frage, die ja eher auch politisch beantwortet werden könnte, doch auch biografisch beantworten, so wie meine Vorredner das getan haben. Hier wird sich möglicherweise jetzt der Kontrast zeigen. Eine Anekdote, die mir eingefallen ist, die sehr für viele dieser Generation in ihrer Erfahrungswelt spricht, ist eine Situation einige Tage nach dem 9. November 1989. Da bin ich mit meinen Eltern und mit meinem kleinen Bruder von Rostock mit Freunden in einem völlig überfüllten Zug nach Hamburg gefahren, weil wir, wie ganz, ganz viele andere, natürlich zu dem Zeitpunkt gerne unseren ersten Besuch in Westdeutschland machen wollten. Und ich habe das ausgewählt, weil in diesem Ereignis Euphorie und Überwältigung und auch Angst so nah beieinander gelegen haben. Denn mein Bruder wurde beinahe zerquetscht im Zug, weil die Züge so überfüllt waren, und es natürlich auch niemand gab, der dann irgendwie korrigierte. Und ich werde, und das ist ja ganz interessant, das fragen mich auch immer Journalisten, und es ist wirklich so, ich habe das heute noch, 25 Jahre danach, es nie vergessen, wenn ich in Hamburg jetzt immer auf dem Hauptbahnhof bin und da aussteige, sozusagen diese Duftwolke, die mich als Kind damals einfach überkommen hat und auch natürlich diese unglaubliche Bilder- und Farbenkraft. Du meinst jetzt Duft wirklich im Duft, ich meine, affirmativen... Genau, also so Duft, wie wenn man das Westpaket zu Hause aufgemacht hat. So ein Duft meine ich. Und auch einfach diese Farben natürlich und also natürlich durften wir zuerst in den Spielzeugladen und sozusagen diese tausenden Ideen von Produkten, was man Kindern so geben kann. Und ich würde sagen, das hat für mich und für viele andere in meiner Generation und deren Familien das Leben ja bis zu Teilen grundsätzlich verändert. Natürlich in aller Variation. Den Satz, den ich nicht sagen darf, den sage ich jetzt auch nicht. Aber das ist der Kontrast. Und um diese Frage vielleicht jetzt ein bisschen anzubinden an das, worum es dir jetzt vielleicht geht, ist, dass ich glaube, dass es notwendig ist und ein bisschen Werbung, wir machen das jetzt auf dem Generationstreffen im Oktober, dass wir uns mal unterhalten
Und da brauchen wir hier eigentlich noch jemanden mit am Tisch. Das könnte beispielsweise jemand sein von den drei Zeitredakteurinnen, die die Neuen Deutschen geschrieben haben. Und dann müssten wir uns mal unterhalten, in unserer Generation, inwieweit wir eigentlich möglicherweise auch zu einem neuen gesamt-intergenerationalen Verständnis kommen sollten, aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir einfach hier auch gemacht haben, um dann aus dieser Perspektive heraus auch den Weg zu gehen, den ich verstanden habe, den auch hier dieser Konferenz fokussieren möchte, nämlich dann sozusagen intergenerational miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie, inwiefern war denn der Duft für deine Eltern ein anderer, also weil du sagst dritte Generation, was unterscheidet deine Erfahrung von diesem Moment von der deiner Eltern? Ja, der Unterschied ist natürlich, dass ich als Kind an der Hand meiner Eltern in ein neues Land gegangen bin, was zu uns gekommen ist, ohne dass wir weggegangen sind. Und dass meine Eltern, so wie andere Eltern, in der Lage sein mussten, sowohl persönlich, also familiär, als auch beruflich, ökonomisch, völlig neue Entscheidungen zu treffen, auch politisch. Also ich ratter das nicht runter, Sie kennen das ja alles, wozu was das auch zu Umständen geführt hat. Und als Kind, glaube ich, was uns möglich war, ist, dass wir schneller, glaube ich, verstanden haben, wie es läuft. Weil wir mussten ja sofort auch im bundesrepublikanischen Bildungssystem auf einmal zurechtkommen und haben vielleicht manche Sachen dann auch schneller begreifen können und viele von uns berichten, dass sie ihre Eltern auch sehr unterstützt haben. Dann in Fragen der Formalitäten auch oder einfach auch einer gewissen Sorglosigkeit, bestimmte Sachen doch jetzt dann einfach neu anzupacken. Also ich glaube, wir hatten schon die Funktion, ihnen dann auch in gewisser Weise zur Seite zu stehen. Und ihr vielleicht wart eigentlich auch, ein bisschen die Eltern. Ja, und genau, und auch so zu, also ja, vielleicht mitunter auch Sachen gefragt zu werden oder mit rangenommen zu werden, die vielleicht in unserem Alter eigentlich normalerweise man heute Kinder irgendwie nicht zumuten würde. Ja. Vielen Dank. Theresia Bücker wurde 1984, also diese Geburtsdaten sind irgendwie so irritierend, 1984 in Meschede geboren. Sie ist seit neuestem Redaktionsleiterin von Edition F, einer Online-Business-Plattform für Frauen vor allen Dingen, wendet sich vor allen Dingen an Frauen, berichtet auch hauptsächlich über Frauen. Hat davor die Bundestagsfraktion der SPD in Sachen Social Media betreut, und ich glaube, betreuen ist das richtige Wort, beschäftigt sich seit Jahren mit den Schnittstellen von Netzpolitik und Feminismus. Lustigerweise haben Sie ja genau in dieser Woche das Zeitmagazin vollgeschrieben mit Beobachtungen darüber, was es heute bedeutet, 30 zu sein. Mein Eindruck dabei war, dass Sie viele Forderungen der 68er im Grunde eigentlich teilen und aber der Meinung sind, dass die auf halbem Wege stecken geblieben sind. Also dass da much is left to be desired. Vielleicht können Sie das mal, stimmt das, mein Eindruck? Und wenn ja, in welchen Punkten sind die 68er nicht weit genug gegangen? Oder was, also es spricht so eine Unzufriedenheit aus den Zeilen. Ja, Unzufriedenheit oder vielleicht auch Ungeduld oder Verwunderung darüber, wie wenig tatsächlich seit den Frauenbewegungen der 70er Jahre passiert ist, geschlechterpolitisch. Also ich könnte das jetzt eine Stunde lang ausführen, aber ich finde es keine besonders radikalen Forderungen zu sagen, dass Abtreibung nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen sollte. Oder ich finde es relativ absurd, wenn Hermann Gröhe oder Jens Spahn mir über die Nebenwirkungen von hormoneller Verhütung erzählen wollen und die Pille danach immer noch nicht freigegeben ist. Ich finde es auch keine radikale Forderung zu sagen, das Ehegattensplitting muss endlich weg oder dass Elternzeit per se halb aufgeteilt werden sollte. Und ich finde, geschlechterpolitisch könnte man so viel machen. Es sind ganz, ganz kleine Drehschrauben. Da wird jetzt unter Schwarz-Rot wieder 4 Jahre lang nichts passieren. Und das finde ich unheimlich frustrierend, natürlich. Und also ich bin Feministin schon seitdem ich ganz, ganz klein bin. Dabei bin ich in einer sehr katholischen Familie aufgewachsen im Sauerland. Vielleicht haben Sie den Artikel in der Taz gelesen, der in dieser Woche erschienen ist über das Sauerland. Es ist sehr ähnlich wieder beschrieben. Und ich habe mich mit 4 oder 5 Jahren schon darüber gewundert, warum mir als Frau der Weg ins Priesteramt nicht offen stand. Oder warum ich nicht Messdiener werden konnte. Ist das denn wirklich heute noch so? Also in der katholischen Kirche natürlich. Aber in Berlin gibt es ganz viele Messdienerinnen. Also nee, also Messdiener mittlerweile ja, aber als ich Kind war nicht. Und meine Eltern hatten da überhaupt keine Antwort drauf. Und da habe ich begonnen, sehr früh eigentlich Fragen zu stellen,
wo meine Rolle als Mädchen oder als Frau in dieser Gesellschaft sind. Und das hat mich bis hier eigentlich immer begleitet. Und ich bin natürlich auch mit Helmut Kohl groß geworden und kannte keinen anderen Kanzler. Und ich hätte nicht gedacht, dass so schnell eine Frau dann Kanzlerin wird mit Angela Merkel. Ich glaube, das hat mich geprägt. Ich hatte mich heute Nachmittag noch mit anderen Vertreterinnen und Vertretern meiner Generation unterhalten, was denn die politischen Wendepunkte so für uns gewesen sind. Und ich glaube, die letzten 30 Jahre waren ja vielleicht im Vergleich zu dem, was Herr Brumnik erzählte, eher ereignislos, eher sehr ruhig. Und da wurde mir sehr viel genannt, auch der 11. September. Das kann ich nachempfinden. Als der 11. September war ich gerade 6 oder 8 Wochen aus meinem Austauschjahr in den USA wieder da und wollte eigentlich im Herbst wieder rüberfliegen, weil mein Freund da war. Das ist dann ausgefallen, weil weder ich fliegen wollte noch meine Eltern. Aber der 11. September hat ja so den Weg geebnet für das, was wir jetzt mit dem NSA-Skandal sehen, also für Überwachung. Ich glaube, das prägt meine Generation sehr stark und die Antiterrorgesetze und alles, was nach dem 11. September kam, soll uns ja so eine Art Sicherheit suggerieren, die es so nicht geben kann, die, glaube ich, auch die völlig irrelevant ist. Gleichzeitig ist meine Generation hier von einer großen ökonomischen Unsicherheit geprägt. Ich glaube, ein Symbolbild, was ganz gut für diese Generationen um mich herum stehen kann, sind befristete Arbeitsverträge. Und einen anderen Punkt, den ich noch nennen würde, das fand ich ganz interessant, dass Gesine Schwan eben schon auf dem Podium von der bulimischen Tochter sprach. Ich glaube, wenn ich speziell auf die weibliche Seite meiner Generation und gerade auch die Jüngeren gucke, die danach kamen, sind Essstörungen ein unheimlich prägendes Thema. Und das ist ein sehr nach innen gekehrter Protest, der aber, wenn man sich die Zahlen anguckt, natürlich in den Menschen, die davon betroffen sind in Deutschland, jede Volkspartei bei weitem übertrifft. Und sowohl die jungen Frauen, es sind ja mittlerweile auch sehr viele Männer und Familien traumatisiert, deswegen finde ich es ganz spannend zu gucken, was sind eigentlich die sozialpsychologischen Faktoren, die eine Generation auch prägen können. Vielen Dank. Ich würde jetzt gern von Ihnen allen mal wissen, spielt für Sie eigentlich rechts und links noch irgendeine Rolle? Vielleicht fragen wir mal mit Herrn Brumnik an. Ja, also rechts und links spielt ganz entscheidend eine Rolle, wobei man einfach, wir sind hier in der Böll-Stiftung, feststellen muss, dass das, was 68 oder links mal genannt wurde, nicht mehr das ist, als was es angetreten ist. Also Frau Böck, die SPD ist nicht 68, das möchte ich jetzt doch mal sagen. Also in keinster Weise. Und wenn ich an die Diskussion über dieses Generationenpapier denke und am Ende dann steht, weder rechts noch links, naja, wir müssen über vernünftiges Sparen reden, wir müssen aber auch über gezieltes Investieren reden, dann ist das für mich genauso eine Nullformel, die sich einer eindeutigen und auch die politische Weiterentwicklung befördernden Stellungnahme ganz einfach entzieht. Mein Eindruck ist, dass im Moment einfach alle sich in die Mitte drängen. Und wer heute sagt, rechts oder links, der ist dann irgendwie, naja, würden wir auch sagen, zu Recht irgendwie draußen. Wobei, wenn ich mir die Querfront und die Montagsdemonstrationen ansehe, noch nicht mal die Rechtsradikalen mehr bereit sind zuzugeben, dass sie rechtsradikal sind. Also insofern haben wir es alle mit diesem Drang zur Mitte zu tun. Ich bedauere das, glaube, dass das letztlich politisch zur Stagnation führen wird. Was ist denn Ihrer Ansicht nach bei 68 unerledigt geblieben? Oder was für eine Art von Bewegung wünschen Sie sich herbei? Orientiert sich natürlich auch immer an den zeitgeistigen Debatten. Ich glaube schon, dass die gegenwärtige Krise, in der sich die meisten Länder Europas, Deutschland ist wirklich eine Ausnahme, seit der Finanzkrise befinden, einer deutlich radikaleren politischen Lösung in zwei Hinsichten bedürfen. Einerseits, das wird jetzt einigermaßen diskutiert, weitere Demokratisierung der Europäischen Union und dann natürlich andererseits
die Piketty-Debatte. Wir brauchen einfach eine Steuer- und Finanzpolitik, die oben bei den Reichen und wenigen wohlhabend ordentlich abschöpft. Und dann können wir diese ganzen schönen Zukunftsinvestitionen, von denen vorhin die Rede war, auch finanzieren. Aber da braucht man halt ein bisschen Mut dazu. Georg Dietz, wie ist das? Wir hatten jetzt eigentlich gesagt, wir duzen uns, ne? Machen wir jetzt. Wie ist das für dich, rechts und links? Spielt das noch eine Rolle? Ja, es glaube ich, hängt mit 2011 zusammen, glaube ich, dass sich tatsächlich da wahnsinnig viel verändert hat. Das hat schon mit der Euro-Krise auch zu tun, aber 2011 war irgendwie halt nochmal das Jahr des emphatischen Aufbruchs von Freiheitsoptionen irgendwie und die Frage, wie man sich dazu verhält. Also gibt es irgendwie eine Art von eine Art von nach vorne gerichteter westlicher Politik oder deutscher Politik oder gibt es sie nicht? So würde ich es eher beschreiben. Also ich würde zum Beispiel sagen, die SPD ist definitiv logischerweise nie gewesen, wahrscheinlich eine linke Partei, aber mit, weil wir das Thema auch haben, mit der Rente mit 63 ist es natürlich eine reaktionäre Partei geworden. Also so funktioniert das nicht. Das ist irgendwie die Abschaffung der Zukunft als Klientelpolitik. Das ist keine linke Politik, nicht mehr ansatzweise. Bei den Grünen bin ich mir auch nicht so sicher. Irgendwie Gerhard Hauptmann, Hauptschule, vorgestern, die verraten auch natürlich Prinzipien am laufenden Band. Das ist extrem schwierig. Deswegen würde ich die Frage extrem persönlich in dem Fall beantworten, weil es vom Parteienspektrum einfach losgelöst ist. Ich glaube, auch Deutschland hat auch mit der EU-Krise zu tun. Es ist einfach ein stillgelegtes politisches Gebiet, das irgendwie keinen Zugriff mehr hat auf solche Begriffe wie links und rechts. Das ist Merkels Schuld, aber es ist auch irgendwie die Schuld der SPD, die irgendwie alles mitmacht, irgendwie jetzt irgendwie Gabriel, TTIP, irgendwie sehr lustig, gestern ein Freund erzählt, wie Gabriel irgendwie jetzt irgendwie davor geschickt wird, dass er TTIP irgendwie gut findet, und es ist irgendwie wahnsinnig haltlose, hilflose Politik. Und das Interessante ist dabei eben, dass ich schon für mich sagen würde, dass ich linkes Denken erst relativ kurz entdeckt habe, also eben ja, 2008, 2009, so. Genau, aber das Lustige ist natürlich, dass dieses Land zum Beispiel rechtes Denken natürlich, das gibt es ja nicht in Deutschland, das ist ja irgendwie abgeschafft, das haben wir nach dem Krieg irgendwie überwunden, das ist ja irgendwie vorbei und ist ja auch gut so, weil deswegen sind wir auch die besseren Deutschen geworden, es gibt ja keine rechten Parteien, keine rechten Schriftsteller. Sagst du das jetzt ironisch, oder? Das sage ich jetzt sehr ironisch, ja, ich habe das, nein, ist doch vorbei. Das ist halt so ein lustiges deutsches Denken, das kann man dann so verbieten, das kann man dann auch in Schulen lehren und das ist dann auch irgendwie gut. Und es gibt eben linke Parteien, aber keine rechten Parteien. Und das ist eben, das zeigt eben, was für ein schiefes Land das immer noch ist, was für ein krummes, ungelöstes Problem. Die Frage ist, was wirklich reaktionäres Denken ist. Und das habe ich, um es nochmal zu sagen, habe ich eben als ich über Christian Kracht geschrieben habe, was tatsächlich eine Art Exorzismus war, wo ich tatsächlich versucht habe, irgendwie das zu klären, was ich mitgemacht habe sehr lange, was an negativen, fatalistischen, antihumanistischen Denken so hingenommen wurde oder cool war. Und das wäre alles, glaube ich, okay gewesen, aber was halt nicht okay war, war irgendjemand rechts zu nennen. Und das war halt wahnsinnig lustig, weil in Frankreich gibt es rechtes Denken, in Amerika gibt es rechtes Denken, in England gibt es rechtes Denken, rechte Zeitschriften, rechte, also ist alles okay. Also ich hätte es auch okay gefunden. Ich finde es okay, dass es rechte Philosophen gibt, wie Peter Sloterdijk. Ich finde es okay, dass es rechte Schriftsteller gibt. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Aber die quasi deutsche Unfähigkeit, das irgendwie aufzunehmen und zu diskutieren, ist erschreckend. Und das spiegelt sich eben wieder in einer politischen Landschaft, die auch jegliche Prämissen dessen, was links oder rechts sein könnte, aufgegeben hat. Und das spiegelt sich eben in einer Apologetik der Macht wieder, die dieses Land übernommen hat und eben zum Feind Europas gemacht hat am Ende. In der Linken siehst du da also auch kein Potenzial. Ich meine jetzt die Partei, die Linke. Nee. Nein, sehe ich nicht. Nein, ich glaube auch, nein. Ich glaube, man muss auch ernst nehmen, dass es irgendwie bestimmte Strukturen gibt, die an Ende kommen. Zeitungen, Parteien, ich weiß nicht. Ich würde mich da nicht so festklammern. Das habe ich bei Occupy Wall Street gesehen, wo alle gesagt haben, es ist gescheitert. Ich sehe da nicht, dass es gescheitert ist, sondern am Ende Frank Schirmacher sagt, irgendwie linke Politik irgendwie ist resozialisiert worden durch die Bankenkrise und durch dieses ganze Nachdenken darüber. Also das ist, glaube ich, tatsächlich. Das würdest du auch so sehen. Das würde ich auch so sehen, ja. Also
dass das nicht an Parteien gebunden ist, nicht an Parteien gebunden war. Ich finde, mein Problem ist, ja, also großflächig gesagt, braucht dieses Land eine sanfte Revolution, um diese Institutionen loszuwerden, wie Fernsehsender, Parteien, am Ende, ja, also, nein, weil das was sollen wir an die Stelle treten? Blogs oder wie? Das Neue. Das Alte funktioniert aber nicht. Und das Alte ist tatsächlich, also das ARD und ZDF ist irgendwie natürlich die öffentliche Narkotisierungsanstalt. Also es ist, es funktioniert so, und eine Art von Freiheit herzustellen, die Deutschen nach 89 zum Beispiel hätten haben können. Mein Vater, habe ich nicht verstanden, warum er es damals gesagt hat, ist Pfarrer und hat gesagt, wie schön wäre das jetzt, die Kirchensteuer abzuschaffen. Nach 89 gab es in der DDR nicht. So, warum hat man das übernommen? Man hat so viel eben aus so einer Angst irgendwie Freiheit irgendwie. Oh, plötzlich ist es wieder gefährlich, wenn die Deutschen wieder Deutsch sein dürfen und entscheiden dürfen. Deswegen wird alles immer zugebaut mit so großen Bausteinen, die dann auch nicht verschoben werden dürfen und immer größer werden. Und alle sagen, ja, WDR klappt ja nicht, weil irgendwie 70% der WDR der Einnahmen sind für Altersrückstellungen. Stimmt, ja, klappt halt nicht. Ach so, ja, es klappt halt nicht. Also, und das ist irgendwie so ein deutscher merkwürdiger Fatalismus, der auch in dieser Generationendiskussion natürlich eine Rolle spielt, weil wenn man nicht irgendwas beendet und nicht irgendwas irgendwie zerschlägt oder reformiert, kommt dann auch nicht die Möglichkeit einer neu gerechteren Ordnung zu gestalten. Kenne ich mich als Konservativer. Bevor ich was zerschlage, will ich wissen, was dann kommt. Ja, ist auch eine Generationenfrage natürlich. Sie haben natürlich irgendwie mehr Angst als ich. Was? Weil er ein 68er ist, weil er immer in sich über Feindschaft definiert hat. Hatten die 68er mehr Angst als die nachgeborenen Generationen? Ja, sie hatten zum großen Teil extrem illiberale Eltern und Lehrer. Und sie hatten ja auch Feinde, die gab es ja auch. Gab mal einen baden-württembergischen Kultusminister Wilhelm Hahn, der gesagt hat, die 68er haben mehr Werte zerstört als die Nationalsozialisten. Und ich meine, ich habe ja Benno Ohnesorg erwähnt, also eine ganze Generation durfte nicht in den Schuldienst eintreten. Also so unbegründet waren die Ängste nicht. Ich sage auch nicht unbegründet, es ist ja kein Werturteil, es ist ja eine Beschreibung. Also, ich würde mich da nicht drüber erheben, also gar nicht. Ich kann nur tatsächlich einfach das für mich nicht annehmen. Sie sagen, ja stimmt, irgendwie die Dinge, die Sie beschäftigt haben, haben mich beschäftigt. Ich finde es großartig, ich finde, die 68er haben dieses Land reformiert, revolutioniert möglicherweise, sind irgendwie nicht weit genug gegangen und haben halt irgendwie auch dann irgendwie diese Babyboomer-Interessenpolitik irgendwie gelernt, die tatsächlich eben zu so einem, sie haben das definiert, was Protest ist, sie haben definiert, was irgendwie Altern ist, jetzt definieren sie, was Rente ist und beuten natürlich die anderen Generationen aus. Das ist irgendwie halt irgendwie auch so die toskanische Art des Politikmachens. Also Herr Brumlik darf sich jetzt mal eine Antwort darauf überlegen. Da würde ich gern Adriana mal fragen, während er noch überlegt. Diese Affirmation linken Denkens und linke, die Finanzkrise hat das linke Denken rehabilitiert und so weiter. Dir als jemand, der in einem sozialistischen Land geboren ist, läuft dir das so glatt runter oder kommen da doch gewisse... ein gewisser Schüttelfrost? Ich würde eher sagen, gewisse Déjà-vus, die natürlich sehr nebulös vorhanden sind, weil wir waren natürlich zu jung, als dass wir jetzt ML hatten als akademisches Fach. Aber natürlich, das habe ich immer gesagt, nach 89 sind Lehrer, Lehrerinnen und auch Eltern am Ende sie selbst geblieben. Sie hatten auch ihre Transformation, aber das hat natürlich entsprechend lange auch gedauert. Und die einen haben so und die anderen haben es so bewältigt, auch in ihrer politischen Auffassung und Haltung. Aber Fakt ist, dass wir natürlich im bestimmten Wertekontext aufgewachsen sind. Das heißt, nicht umsonst, wenn wir von der Linken sprechen, müssen wir natürlich besonders nach Ostdeutschland schauen und hat sie entsprechend dort, wie auch die SPD, da ja ihr Klientel. Das hat sicherlich, ist sicherlich auch darin begründet. Jetzt ist die Frage, ob es mir runterging. Also ja, es hat mir, es hat für mich eher ein Gefühl von, jetzt werden die Dinge etwas gerade gerückt. Gegeben. Welche Dinge konkret?
Also wenn du jetzt konkret die Finanzkrise ansprichst und sozusagen die Kritik an einem übersteigerten Kapitalismus und einer Rehabilitierung von möglicherweise sozialen, sozialdemokratischen Werten, dann ist das etwas gewesen, wo ich den Eindruck hatte, dass es von der politischen Erziehung etwas mehr mich wieder in die Mitte gerückt hat von dem, was ich kannte und was in meinem Umfeld herum sozusagen tradiert wird. Und ich im zweiten Gedanken, und deshalb möchte ich mal zurückspielen jetzt zu dem, was wir gerade erlebt haben. Das fand ich ja außerordentlich interessant, denn das ist ja hier wirklich gerade der Generationsdialog gewesen. Oder? Und das stellt mich nämlich vor die Frage, neben auch dem politischen Thesenpapier, was dieser Konferenz begleitet, wie und in welchen Räumen findet denn wirklich der auch biografisch gelagerte Generationsdialog statt? Und wie kann er dann auf eine analytische Ebene gehoben werden? Also was erkennt man jetzt möglicherweise auch in diesem Gespräch? Werden da bestimmte Muster reproduziert einer Generation, die sie eigentlich als Kritik an der Generation davor hatte? Oder wie kann sozusagen diese Umwandlung dann tatsächlich stattfinden? Also bevor wir zu sehr auf die analytische Ebene kommen, würde ich doch erstmal nochmal gerne so auf dem Tisch haben, wie viel Ärger da auch drin steckt. Also der Vorwurf, die 68er waren die Babyboomer und haben sich in Universitäten, Medien und so weiter die guten Jobs unter den Nagel gerissen und sorgen jetzt mit der neuen Bundesregierung im Grunde auch noch dafür, dass das Alter eben dann auch noch gut versorgt ist. Also dieser Vorwurf, der darüber kommt. So, über den letzten Punkt muss man wirklich sprechen, also wie das mit der finanziellen Nachhaltigkeit der Rentenpolitik und so weiter und so fort ist. Da würde ich auch den Ausbeutungsvorwurf ernst nehmen, wenn ich ihn auch nicht akzeptiere. Das andere Argument, die 68er haben den nachfolgenden akademischen Generationen die Wege verstellt, ist völlig sinnlos. Das waren Abiturienten und Leute, die studiert haben und die vor Ort dann die Stellen, die ausgeschrieben waren, angenommen haben. Was hätten sie denn machen sollen? Hätten sie sagen sollen, nee, also mache ich nicht, ich gehe jetzt lieber, gab auch ein paar Jahre in Betrieb und überlasse die künftige Assistenzstelle in der Romanistik jemandem, der sich in 7 Jahren bewirbt. Unabhängig von dem Umstand, dass der zuständige Professor, damals waren es noch vor allem Professoren, die Stelle mit Sicherheit nicht die 7 Jahre freigehalten hätte. Für einen Angehörigen der kommenden Generation. Herr Brummel, ich mag Sie ja wahnsinnig gerne. Das ist lustig, dass wir uns jetzt streiten müssen. Da können wir es aber gerne tun. Also das einfach nur um der Klärung der Positionen willen. Das Lustige an den 68ern war, finde ich, irgendwie, dass sie nie gewusst haben, warum sie, oder dass sie gehasst werden und warum sie gehasst werden. Und das ist, das hat ja Herr Teipel auch gesagt. Und das haben sie auch irgendwie, das lassen sie mal so abtropfen an sich. Aber ich habe 68er, das ist ja richtig, was Sie sagen. Trotzdem ist natürlich das 68er Denken in seiner dann doch eben strukturkonservativen Bräsigkeit, wie sich dann so durchgesetzt hat, auch als ich Journalist wurde in den 90er, späten 90er Jahren, wahnsinnig interessant, wie dann eben schon was im Grunde vorbereitet wurde, was sich jetzt mit solchen Projekten wie diesem Rentenpaket von Frau Nahles irgendwie durchsetzt. Das ist eben so immer diese linkskulturpessimistische Haltung gab, irgendwie das, ja, ist alles Jugendwahn, ist alles irgendwie schrecklich, Spaßgesellschaft, das waren alles so 68 motivierte, schlechte Laune-Argumente, die schon den ideologischen Boden bereitet haben, im Grunde für so einen latenten Jugendrassismus, der in diesem Land herrscht. Also ich weiß auch, dass es irgendwie die Angst des Altersrassismus gibt und irgendwie Sterbehilfediskussion, alles wahnsinnig interessante und relevante Diskussionen, aber die eigentliche irgendwie gefährdete Minderheit in diesem Land ist eben die Jugend und wird irgendwie unterdrückt und irgendwie so irgendwie, und das ist so ein 68er-Denken. Darf ich mal ganz kurz jetzt Jürgen Teipel fragen, also dieser Titel Verschwende deine Jugend und so weiter und du hast ja auch erzählt, also das ist speziell auf die 68er, woraus speiste sich denn die Wut im Punk auf die 68er? Naja, es war so eine Wut, wie ich schon angedeutet habe, dass da was besetzt war, aber noch mehr war es, glaube ich, diese unheimliche Langweiligkeit, dieses Dasitzen und gegen Raketen demonstrieren und sich von der Polizei auf den Kopf hauen lassen und gewaltlos sein.
Also ich denke jetzt nicht mehr so. Also es war damals was uns unheimlich auf den Sack gegangen ist, und so wollte man als 18, 19, 20-Jähriger nicht leben. Also mir ist inzwischen auch noch eine Szene eingefallen, also die für Punk auch ganz gut stehen kann. Und das ist eine ganz persönliche, das ist nicht Sid Vicious ist gestorben, war mir völlig scheißegal. Also bei mir war es, es gab mal Ende der 70er einen wichtigen Punkclub in Düsseldorf, der hieß Ratinger Hof. Und ich war da und es wurde getanzt, und bei Punk wurde sehr, sehr wild getanzt. Also es nannte sich Pogo. Und du konntest dir da wirklich sonst was aufschneiden dabei, weil alles voll Scherben war und man hat sich gegenseitig in die Fresse gehauen dabei und so weiter. Und das war ein Moment, also gerade da in diesem Ratinger Hof, wo ich mir so authentisch vorgekommen bin, also so ein Jetzt, also es war ein pures Jetzt, und die 68er haben immer geplant und es war immer alles so problematisch und oh Gott, und sie liefen so völlig langweilig rum auch, also schlabber und so. Und das wollte man alles nicht. Also man wollte im Jetzt sein, wirklich so richtig so. Also das. Ja, wir waren auf der Suche nach rechts, und das ist ein faschistisches Lebensgefühl, nichts anderes. Was denn? Ein faschistisches Lebensgefühl. Intensität, Rausch, Grausamkeit, Krach. Oh Gott. Ja? Nein! Ernst Jünger, nichts besser. Was hat denn das mit Faschismus zu tun? So haben die gelebt. Es zittern die morschen Knochen gegen die Alten. Genau. Wer hat so gelebt? Naja, die faschistischen Generationen der 1920er Jahre. Das zeige ich Ihnen. Ja, aber nur weil das so war, heißt ja nicht, dass alle Intensität und alles Jungsein rechts ist. Also das ist ja, das nur ist ja das so, ist, wenn ja, es nur das ja, ist. Ja, ja, aber wenn Sie sofort denken, ist halt irgendwie sofort irgendwie Ernst Jünger. Ja, aber das ist so, aber das sind diese lustigen Synapsen, die irgendwie hier, glaube ich, auch irgendwie, irgendwie auffielen. So. Also es gibt natürlich so totale irgendwie Diskursabzweigungen, die man sofort nimmt. Ernst Jünger und so. Es ist irgendwie halt ganz, ganz eingeübtes generationelles Rollenverhalten, was wir hier abspielen. Wahrscheinlich irgendwie auch für die Zuschauer aus dem Osten mit großem komödiantischen, hoffentlich, zumindest komödiantischem, ja, Gewinn. Das ist so alt, das ist so dated irgendwie. Also würde mich interessieren, was ihr vielleicht so beizutragen habt, so aus von einem ganz anderen Level jetzt, also so auch altersmäßig. Also das sind ja wirklich so Kriegskamelen, die wir hier jetzt verbraten. Ja, aber das stimmt. Also das stimmt durchaus. Ich finde es außerordentlich amüsant, und das zeigt mir einfach, dass bestimmte Muster oder auch dass bestimmte Symboliken, bestimmte Sprache, Codes, Wörter mit einem unterschiedlichen Erfahrungshorizont dann auf unterschiedliche Emotionen irgendwie auch treffen und was hervorholen. Das ist auch verständlich. Und jetzt will ich irgendwie keine Spaßbremse sein, weil ehrlich gesagt die Tier das Erkenntnispotenzial. Also sich dem zu vergegenwärtigen, was da passiert, und dann auch darüber zu sprechen, was ist neu, was ist anders, weil ich habe vorhin verstanden, dass es darum geht, dass man zwischen den Generationen am Ende in der Trennung verbunden bleiben möchte. Das muss, können wir dann gucken. Genau. Aber jetzt erstmal. Okay. Ja, nee, bevor man jetzt alles zu. Also ich fahre hier gerade den integrativen Merkel-Stil, glaube ich. Ja, nee, das machen wir nachher. Jetzt erstmal. Also ich würde ganz gerne mal gucken, wo Generationendialog eigentlich funktioniert und zu Ergebnissen kommt. Und wenn ich in die Parteien gucke, dann kann ich ganz klar sagen, er funktioniert da nicht. Und ich glaube, es gibt sehr viele Gesprächsangebote, es gibt aber auch gerade, wenn man dann in die höheren Ebenen guckt, da ist überhaupt kein Interesse, Gesprächsangebote wahrzunehmen, von daher... Das kann ich mir vorstellen, das müssen Sie auch gleich nochmal erzählen. Mich würde jetzt erst nochmal der politische Punkt, als ich Ihre Seiten gelesen habe im Zeitmagazin, ich weiß nicht, wie viele das hier gelesen haben, aber es war eben so eine längere Schilderung, wie fühlt man sich mit 30 und so weiter, und das, was wir jetzt hier gehört haben, also Freiheit der Abtreibung und Magersucht als innerer Protest und so weiter, ich habe mich beim Lesen immer gefragt, wie um alles in der Welt ist diese Frau in die SPD gekommen? Ich bin ja überhaupt kein Mitglied. Also ich habe die SPD beraten und habe das 4 Jahre lang probiert und bin ja jetzt nicht mehr da.
Also das haben Sie gemacht, ohne eine politische Nähe zu haben. Nee, ich teile schon auch sozialdemokratische Werte und ich habe es, vielleicht bin ich ein bisschen abenteuerlustig, ich habe es als Herausforderung empfunden, mal in diese Institution zu gehen und mir das anzuschauen und zu gucken, wo kann ich was bewegen und wie tickt dieses Schiff eigentlich. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt, oder? Was hätten die tun müssen, damit sie bleiben? Ich glaube, sie hätten nichts tun können. Die Kultur, die in der Partei vorherrscht, ist meinem persönlichen Verständnis von Arbeiten und Denken so fremd, dass ich da nicht bleiben konnte. Und was ich ganz interessant fand in den letzten Monaten, sind unheimlich viele junge Frauen, die so ungefähr im Alter sind wie ich, sind ausgetreten. Das konnte man schon gut beobachten. Die Gespräche, die wir versucht haben zu führen oder auch teilweise hatten, zum Beispiel mit Sigmar Gabriel, die sind, ja, entweder sind sie auf vielen Umwegen dann doch nicht zustande gekommen oder man hat immer so Déjà-vu-Erlebnisse jedes Jahr und dann passiert halt doch nichts. Und ich kann Ihnen ein Buch empfehlen von einer Journalistin, das ist gerade erschienen, von Alex Fassmann. Das heißt, Arbeit ist nicht unser Leben, Anleitung zur Karriereverweigerung. Die hat auch im Willy-Brandt-Haus gearbeitet und schildert da sehr, sehr eindrucksvoll, wie das Willy-Brandt-Haus funktioniert und was da nicht funktioniert und warum die Parteien junge Talente auf administrativer Ebene immer wieder verlieren. Ich finde es eine sehr gute Idee, dass die Sendeanstalten sich dem Tode nähern und ich zweifle auch daran, dass Parteien wirklich wiederzubeleben sind. Das hat sicher auch was mit links-rechts zu tun, weil sich heute zu verorten auf diesem Spektrum ist eigentlich gar nicht möglich. Und was Kinder ja heute von klein auf lernen, ist dieses neoliberale Narrativ, wenn du dich genug anstrengst, dann kannst du alles werden, dann kommst du klar. Und das führt zu so einer starken Individualisierung und erlaubt überhaupt nicht mehr, Netzwerke zu bilden und sich zu fragen, wie könnte ich eigentlich in Gruppen etwas erreichen und was können wir gemeinsam erreichen. Und dann lastet so viel Druck auch schon auf Schülern, Studenten, jungen Familien, dass überhaupt kein Raum mehr für politisches Denken da ist und dann immer nur geguckt wird, was bietet die Partei vielleicht an, kann ich die wählen, was ist für meinen Lebensabschnitt jetzt das Beste, aber also dauerhafte politische Bindungen entstehen da nicht mehr. Und dieser Feminismus oder Ihr Feminismus, kommt der auch ohne Vernetzung aus? Nee, da gibt es vielfache Netzwerke. Da funktioniert es schon, unter Frauen? Ja, schon. Also es ist ja ein Unterschied, ob man Ad-Hoc-Bündnisse oder in Form von Netzwerken immer wieder projektbezogen zu Anlässen zusammenkommt politisch oder ob man eine Institutionalisierungsphase eingeht, weil man ein politisches Projekt verfolgen will. Und dann, glaube ich, ist man durchaus dem ausgesetzt, dem auch Parteien ausgesetzt sind. Das Interessante finde ich ja, dass eben ich jetzt auch schon fast so altväterlich mich über die 30-Jährigen beuge und sage, ach interessant. Aber ich finde es aber tatsächlich, also wie du auch sagst, wahnsinnig interessant, weil ich, wenn man über diese Frage nachdenkt, was jetzt am Wochenende alles so diskutiert wird, wie das zustande kommt oder wie Politik funktioniert, das sind ja langsam meine Altersgenossen, die diese ganze Politik bestimmen. Und da graust mir echt davor, weil das sind echt Menschen, und da nehme ich mich jetzt ein bisschen aus, ohne Prinzipien. Die sind halt in dieser Zeit aufgewachsen und die sind halt so Drifter und irgendwie wirklich also so postmodern verseuchte Weicheier, die irgendwie nicht genau wissen, was sie wollen, aber sie wollen halt irgendwie hochkommen. Und die machen natürlich alles Mögliche. Wer ist jetzt zum Beispiel gemeint? Andrea Nahles. So, die schlimmste Person, die ich mir vorstellen kann. Hat keine Werte? Andrea Nahles hat keine Werte. Und verrät sie dauernd. Mit dieser Rentenreform zum Beispiel. Aber auch also diese ganzen Leute, ich sehe das ja, die sind ja phänotypisch schon so. Und deswegen finde ich die 30-Jährigen so interessant, was die so machen. Aber das ist eben tatsächlich, glaube ich, eine andere Generation als ich. Ich reg mich noch auf über Herrn Brumlik und die 30-Jährigen sind einerseits, glaube ich, eben weiter, cooler und auch verzweifelter gleichzeitig. Aber auch ich, das ist auch schon wieder herablassen. Ich glaube, das ist irgendwie auch falsch beschrieben. Die bilden ja ganz tolle Netzwerke, sage ich mal, also als alter Mann. Also da gibt es doch ganz viel, gerade in diesem
ist auch schon wieder so wertend. Tue ich mir viel schwerer als irgendwie bei den 68ern, die kann ich anbrüllen, die 30-Jährigen muss ich irgendwie, bei dem Scheitern, also diese Projekthafte, das sind natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, wahnsinnig viel Neues, was da entstehen kann. So würde ich das als Briefmarkenforscher der Generation 30 irgendwie so sehen. Ich stelle mich jetzt mal wieder so in den Kontext Punk-Generation, haben damals, beziehungsweise wir haben ziemlich lange gedacht, Mensch, nach uns kann doch eigentlich gar nichts mehr kommen, was noch in Richtung Protest oder was auch nur irgendwie auf eine interessante Art und Weise, auf eine neue Art und Weise mit dem Leben umgehen kann. Das war natürlich total blasiert, aber das haben sehr viele gedacht in meiner Generation. Und jetzt stelle ich so langsam fest, also wow, es gibt ganz neue Sachen. Wie war denn das mit Techno? Also ich meine, doch noch mal ein bisschen genauer gesagt, was ist aus den Leuten geworden, die zum Beispiel in Verschwende deine Jugend auftauchen? Also gibt es da ein Muster, was aus Punk geworden ist? Und welche Rolle spielt dann Techno? Techno ist eine total, also da können wir uns sicherlich auch gut verständigen, also fand ich eine total interessante Sache. Also ich habe nach Verschwende deine Jugend auch ein Buch über Techno geschrieben, also war da privat so in Clubs unterwegs eher, also das war nicht mehr so, dass ich da so tief drin war wie im Punk, aber ich fand, dass die total was gelernt hatten damals, nämlich für mich war es so eine Mischung, eine gesunde Mischung aus dem, was die 68er hatten, also so diese guten Ansätze, ich habe es für mich immer Come Together genannt, weil die Punks wollten jeder alleine und die anderen sind eh alle scheiße und es war sehr elitär. Und diese Techno-Sache war dann so eine Mischung aus diesem Do-it-yourself von Punk, also so dieser persönliche Kreativitätsansatz, dieses zu gucken, was will ich wirklich ganz persönlich, und dann eben Techno fand ich eine super Mischung. Und von da an gesehen habe ich so das Gefühl, dass die Generation immer so unproblematischer wurden. Also es war nicht mehr so dieses, es war nicht noch dieser, also ich bin noch irgendwie voll mit diesen ganzen Kriegsgeschichten und verkorksten Familiensituationen so aufgewachsen, und jetzt habe ich so das Gefühl, wow, also die Leute so um die 30, die können jetzt aus sowas eher tiefer menschlichem schöpfen und haben nicht mehr so diese Biografien und da müssen wir dagegen sein, aber total, und das können wir überhaupt nicht akzeptieren. Also es macht mir sozusagen als alter Mann jetzt Hoffnung, die junge Generation zu sehen. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Fortschrittsidee in eurem momentanen Stand noch? Braucht man eine? Extrem, ich finde schon, es hat mit dem Internet zu tun, was irgendwie halt gekapert wurde und uns weggenommen wurde auf eine gewisse Weise, aber da steckt es drin, also in den Netzwerken, in den ganz neuen quasi Strukturen, die eben nicht institutionell, das meine ich mit der Kritik an Parteien, mit der Kritik an bestehenden Medien, auch mit der Kritik an Zeitungen, es ist nicht, der Blog ersetzt es nicht, sondern irgendwie das Neue entsteht eben aus bestimmten, aus Netzwerken. Und organisch. So. Kreative Zerstörung. Ja. Kreative Zerstörung, ja, genau. Und ich glaube, da zeichnet sich wahnsinnig viel ab. Das gibt irgendwie wahnsinniges Bedürfnis nach anderem Wohnen, nach irgendwie kommunitärem Wohnen, nach nicht irgendwie so Schuhschachteln, wo man irgendwie sich entscheiden muss, ob man sich jetzt irgendwie nie scheiden lässt. Und wenn man sich scheiden lässt, ist es eine Riesenkatastrophe. Oder wenn man ein Kind zu viel kriegt, oder es ist alles wahnsinnig festgelegt. Und es ist irgendwie, glaube ich, gibt tatsächlich so eine Rubrika ist ja auch wahnsinnig pragmatisch auf so eine gewisse Weise, auf so eine angenehme. Es gibt so eine Herangehensweise, die sich eben nicht mehr so ideologisch irgendwie abplagt mit ganz vielen Dingen und sondern irgendwie so aus diesem, was man ja vor sich sieht, aus dieser irgendwie abnehmenden Wirtschaftskraft und aus dieser irgendwie abnehmenden Bevölkerung, irgendwie aus dieser sich abzeichnenden Krise irgendwie versucht, selbstständig diese Sachen zu bauen und selbstständig das Leben so zu organisieren, wie man es will, und sich nicht mehr irgendwie, dann geht es schon am Ende vielleicht auch um Eltern, um Kinder, wie heißt das, Ehegattensplitting und solche Sachen oder Erziehungszeit, so am Ende, jetzt noch die nächsten
10 Jahre, aber irgendwas anderes wird dann auch entstehen. Das funktioniert so nicht. Also das, das meine ich im Ernst mit der Revolution. Irgendwie das geht so nicht. Und es wird dann entweder ganz, ganz sanft abgelöst, wahrscheinlich eher so. Und das Neue, finde ich, steht schon da. Also meine Theorie ist ja, dass das weniger geplant werden muss, als so die meisten Leute, die in der Politik unterwegs sind, anscheinend denken, um sich selber unentbehrlich zu machen. Also dieses organisch, das war vorhin wirklich ein wichtiges Wort für mich. Also ich glaube, aus so diese Netzwerksachen, dieses schafft Netze, also ist für mich was Ähnliches wie dieses Jetzt, was ich vorhin meinte. Also nicht so dieses von langer Hand geplante und da muss es hingehen und dann werden so intellektuelle Theorien entworfen, wie vorhin beim Vortrag um 100 Ecken gedacht. Also ich selber bin überhaupt kein Akademiker, also meine Schullaufbahn ist völlig verkorkst und gewesen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, sowas. Also kommt von Hölzchen auf Stöckchen, also braucht man nicht. Aus meiner Perspektive wachsen wir in eine globalere Generation, die in sich eine Hybridität aufgrund ihrer eigenen Sozialisation jetzt auch mit sich bringt und aufgrund dessen eine größere Sensibilität besitzt, auch mit der Hybridität der jeweils anderen sich auseinanderzusetzen und auch mal zu fragen, aha, wo kommst denn du her? Wie setzt du dich denn mit aus welchen Teilen letztlich zusammen? Uns braucht nicht mehr diese Schubladen und für mich ist das unglaublich freiheitlich, weil ich auch die Erfahrung mache, dass nämlich das passiert, wo die Energie gerade ist und das gerade relevant ist und dafür finden sich dann die, wo es matcht. Und dann entsteht so ein emotional bonding und dann geht, wenn es vorbei ist, ist es vorbei und man muss dann auch irgendwie Trennung üben, aber sich im Guten zu trennen, weil dann das nächste wieder kommt. Also eine Altersversorgung baut man aber auf die Weise dann auch tatsächlich nicht auf, ne? Das die funktioniert ja auch nicht, das eben. Ist ja irgendwie eine Lüge. Man glaubt dann gar nicht. Wieso, was funktioniert denn nicht? Ja, was ich da einzahle, kriege ich dann nie wieder. In Gottes Namen, wird schon für dich gesorgt, nur meine Meinung. aber hier, also eure Generation wird es auch nicht so brauchen, glaube ich, weil da habt ihr Fahrtabhängigkeiten der Wohlstandsgesellschaft eurer Eltern. Ich glaube, die Frage ist eher, das gibt es ja andere Gruppen sozusagen, glaube ich, hier in dieser Gesellschaft, die dann aufgrund von anderen Sozialstrukturen, sagtest du vorhin, nicht, Theresa, nochmal andere Voraussetzungen auch für diese Fragen hat. Also das wäre nochmal spannend, sich anzugucken. Ich glaube auch, dass sich ganz andere Arten von Zusammensein entwickeln werden. Also wollte ich nicht. Ja, ich würde als Fortschritt beschreiben, auch so einen offenen Blick zu haben und nicht immer alles gleich einordnen zu wollen, wie es zum Beispiel bei der Piratenpartei passiert ist, weil ich würde die Piratenpartei nicht als erstes als gescheitertes Projekt beschreiben, sondern das war erstmal sehr spannend und wertvoll zu sehen, da ist durchaus politische Energie und Engagement von jungen Leuten und dass die Piraten vielleicht als Partei die falsche Form gefunden haben, ist ein Aspekt davon, aber es gleich immer einordnen zu wollen und zu sagen, so, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt, die Jungen kriegen es ja noch nicht mal hin, eine Partei zu gründen und was wollen die eigentlich, genauso bei Online-Bewegungen, sowas, alles was Online-Aktivismus, Hashtag-Aktivismus, solche Bewegungen betrifft, das sind eben oftmals temporäre Zusammenschlüsse, die sich dann für ein paar Tage ergeben, dann wieder woanders hinwandern und sowas kann man nicht sofort einordnen und das glaube ich, das geht im Generationendialog dann oftmals falsch, weil man so bestimmte Schubladen anwenden möchte und sagen möchte, das ist das jetzt und das klappt eben nicht. Das klingt jetzt irgendwie onkelhaft, aber ich kann mal, das ist ja auch die Rolle, ja. Das ist mir alles, das ist einfach zu vage. Da wird was anderes kommen. Da gibt es offene Räume, also Butter bei die Fische, where's the beef? Okay. Kann ich nur sagen, also wenn Sie wünschen, machen wir es mal einem ganz platten Beispiel, dass ARD und ZDF abgeschafft werden. Also das Fernsehen, das wird es bleiben, das habe ich vor allem ja in den USA erlebt. Das wünsche ich mir hier nicht. Und insofern kann man über sowas wie ARD und ZDF, und wenn Sie sich noch so sehr langweilen mögen, immer noch froh sein, weil das auch irgendeine Art politischer Öffentlichkeit ist, die nicht kommerzialisiert wird. Und natürlich, das ist doch eine echte Generationenlüge, das stimmt doch wirklich nicht. Sind wir auch wieder beim Generationenstereotyp. Ich kann das alles ansehen, finde das interessant mit dem Internet unbedingt. Ein nützliches Instrument,
aber ich nehme es mindestens so sehr als generalisierten Stammtisch wahr, in dem paranoides Zeugs rumgequatscht und weiter gesendet wird, das auf keine Kuhhaut geht. Okay, meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, hier ist einige Energie im Raum. Sie möchten sich äußern, Sie dürfen sich äußern. Wir sammeln jetzt erstmal einige Fragen, Bemerkungen. Bitte. Sie haben sich gemeldet. Nee, Sie sind. Ja, vielleicht kann ich die Debatte ja beleben. Ich möchte drei etwas ketzerische Bemerkungen machen, durchaus mit Augenzwinkern, für die man verstehen muss, dass ich, oder zu deren Verständnis ich vorausschicke, dass ich aus Hamburg gebürtig bin, mit einer Italienerin verheiratet und zwei heranwachsende Jugendliche als Kinder habe. Meine erste These ist, das demografische Problem unserer Gesellschaft sieht man wahrscheinlich am besten daran, dass hier 30- und 40-Jährige als Jugendvertreter eingeladen werden. Darüber würden meine 19- und 21-jährigen Kinder herzlich lachen. Ist das Wort Jugend denn hier gefallen? Ja, die ganze Zeit. Geht es immer um Jugend und Alter. Zweitens kommt mir die Debatte insoweit very German vor. Also da bin ich sozusagen europäisch geschult von zu Hause, als dieser... Sie sagten das gerade ganz zum Schluss, diese deutsche Leidenschaft, alles irgendwie einordnen zu wollen, einschließlich sich selbst irgendwohin. Wir leiden zwar manchmal, wenn wir uns in Schubladen gepackt sehen, aber wir tun es auch selber. Und die dritte These, meine Kinder machen, wenn sie ihren Onkel, der sich als 68er sieht und versteht, wenn der erzählt und Dinge sagt wie Joschka Fischer, oder auch Sie, machen Sie das gleiche Gesicht, das ich immer gemacht habe, wenn mein Großonkel aus dem Ersten Weltkrieg erzählt hat. Nämlich diese These, sozusagen, wir waren die letzte richtige, gute Generation und nach uns kommt nichts. Das war schon bei Sokrates so. Der wusste auch schon nichts mit der Jugend anzufangen. Und ich habe einmal im Clinch gelegen mit einem 68er Lehrer, bei dem habe ich nie wieder Sonne gesehen, weil als er mich gefragt hat, was mich an den 68ern gestört hat, habe ich ihm dieses Beispiel genannt, dass er mich an meinen Großonkel erinnert hat, in der Art und Weise, wie er redete über nachfolgende Generationen, die sozusagen den nicht politisch seien, und hatte ihm dann als 18-Jähriger ketzerisch entgegengeworfen, ich verstehe halt nicht, wie man sich als Generation freiwillig nach dem Jahr benennen kann, in dem man das letzte Mal gesellschaftspolitisch den Hintern hochgekriegt hat. Und das ist für mich damals wirklich kennzeichnend gewesen. Die haben uns die Revolution gepredigt, aber bei Studienratsgehalt. Und das war das Problem der Generation. Das ist es, glaube ich, nach wie vor. Gibt es weitere Wortmeldungen, Fragen, Anmerkungen? Ganz hinten, also in der zweiten Reihe. Ich hätte jetzt nur noch mal die Frage an die Teilnehmer auch. Inwieweit besteht Angst oder Befürchtungen aufgrund des demografischen Wandels, dass eben die Jugend hier überfordert wird? Also ich hätte, gut, jetzt sage ich das Wort wieder Jugend, aber es ist ja doch die Generation, die es betrifft, wenn die anderen über 65, 70 wären. Also ich sehe das doch ein bisschen als sehr negativ oder sehr belastend für die jungen Generation. Der Generationenbegriff ist auf jeden Fall relationell. Ich bin 72 und ich arbeite mit einer 92-Jährigen zusammen und das ist für mich meine Muttergeneration. Und wenn man das durch die ganze Biografie, durch die Zeitschiene schiebt, dann gibt es immer ganz unterschiedliche Zeitspannen. In dem höheren Alter sind 20 Jahre relevant. In der Kindheit ist das noch viel weniger. Also das ist insgesamt jeweils auf die einzelnen Jahrgänge zu beziehen, auf die Kohorten, die von denen die Rede war, und zwar auf die Jahrgangskohorten. Und mein Verständnis von Fortschritt ist, dass man das alles selber macht.
Und da ist es eigentlich egal. Ich bin ein Spätentwickler. Ich bin mit 70 angefangen, alles selber zu machen. Vorher nicht. Ich bin auch ein 68er, auch ein Spätentwickler als 68er. Diese ganzen Zuordnungen sind alle relationell. Und das Entscheidende ist die Haltung, mit der man sich noch einmischt und die Gesellschaft verändern wird. Man ist, und das so jung, ist zeitlich man unabhängig vom Alter. Okay. Peter? Also ich wollte erstens nur noch mal ganz kurz sagen, dass ich das Gespräch total gelungen finde da vorne. Was ich meiner Meinung nach genau daran festmachen würde, dass ich hier, je nachdem wer da vorne gerade redet, unterschiedliche Alterskohorten im Publikum seufzen, jammern, applaudieren höre. Und ich habe irgendwie gerade so die Idee, vielleicht machen wir das jetzt jeden Monat in der Konstellation so lang, bis ihr euch mal da oben gefunden habt. So. Zweitens wollte ich ganz kurz sagen, diese Frage mit dem, also der Abgesang, Georg, auf Parteien und öffentliche Institutionen, darüber müssen wir unbedingt nochmal separat reden. Ich prognostiziere dir, dass das dein zweiter Exorzismus sein wird in 10 Jahren, solche Begriffe wie Netzwerke oder hybride Konstellation irgendwie für links zu halten. Ich glaube, wir sind jetzt schon dabei zu sehen, dass wir eher nach diesen öffentlichen Räumen wieder suchen müssen, die am Ende mit Sicherheit auch Partei heißen werden. Da bin ich mir ganz sicher, wie immer diese Parteien am Ende dann aussehen werden. Und der dritte Punkt, den ich noch kurz sagen wollte, ist, Micha, also ich, vielleicht müsste man auch noch mal zwischen KFC und BAP vermitteln, als ihr auf dem Hofgarten abgerockt habt, wie du so schön sagst, ging es natürlich auch um Affekte. Das Problem war nur, dass uns, also den Punks, eure Affekte zu langweilig waren. Jürgen Teibel hat es gesagt, das geht halt, also man kann halt linke Haltung, so hätten wir das damals beschrieben, und so ein Affekt ist jetzt noch besser verbinden, als das die Gruppe, als das der Gruppe BAP gelungen ist 1982. Einen können wir noch. Bitte? Ja, ich wollte noch ein bisschen bei Teipel anschließen, und zwar aus diesen Gründen, uns abzutrennen von den 68ern, haben wir auch zu DAF und Mussolini getanzt und waren trotzdem links und wollten einfach quasi diese ganzen Plattitüden, diese Begrifflichkeiten und diesen, wie will ich sagen, erstarrten Ritualismus gegen rechts irgendwie angreifen. Und was er auch noch sehr wichtig fand, mein Vater sagte mir, als er mich für die Grüne Partei anfing zu engagieren, Waschmittel ohne Phosphate wird es nie geben und du wirst damit leben müssen, dass man im Neckar, also in meiner Heimatstadt fließt der Neckar, dass man da nicht baden kann. Und ich habe Recht behalten und die Grüne Partei natürlich auch. Und das war dann auch das Ende in Richtung SPD, weil die sagte immer, ja, wir sind das kleinere Übel und wir sind ja so das Beste, was erträglich und handelbar ist. Und da fand ich das insgesamt ganz gut. Punk auch mit Grüner Partei, mit Uferfabrik, mit Taz, mit diesen ganzen Projekten. Und ich finde, dazwischen ist ein bisschen so Stillstand gekommen, und deshalb finde ich es gut, dass jetzt jüngere Menschen auch wieder sagen, also wir müssen was ganz Neues machen. Ja, wer möchte? Ja, vielleicht ganz schnell, also sich als irgendwas politisch zu identifizieren, wie Sie da gesagt haben, weil es europäisch wäre, ist mitnichten etwas Deutsches. Das habe ich in den USA viel massiver erlebt. Ja? Tochter von Bekannten, I met a very nice boy, regrettably he's a Republican. Also ich meine, wenn das nicht politische Selbstidentifikation ist, auch mit der Tea Party und so weiter. Also ich glaube, dieses deutschen Bashing können wir jetzt auch mal auf sich belassen. Und ansonsten erleben wir jetzt hier in der Böll-Stiftung so eine neue Gründungslegende, dass die Punk-Generation wesentlich zum Aufbau der Grünen mit beigetragen hat. Also ich kann Ihnen nur sagen, in Frankfurt am Main, da ist das anders gewesen. Und wenn von diesem Abend nichts mehr bleibt. Punks werden alt, ist glaube ich einfach die Antwort, oder? Es ist, die, und werden milder. Okay, ja. Weiser. Weiser. Ja, ich finde aber interessant, wenn ich das hier kurz nochmal in die Runde mache, wie wenig die Grüne Partei hier eine Rolle gespielt hat. Ist das, möchte da irgendjemand, kann sich da irgendjemand einen Reim noch?
Also gerne noch eine Bemerkung zur Frage der Zukunftsfähigkeit von Parteien. Ich denke, wenn es ihnen gelingt, und das gilt ja auch nicht nur für die Grünen, auch mit parteilosen Leuten zum Beispiel, wenn es um die Frage auch von Listenbesetzung und so weiter geht, sich zu öffnen, dann glaube ich, haben sie tatsächlich eine Chance auch zu inkludieren, was sozusagen am Rande von der Organisation von Parteien entsteht. Aber solange man den Durchmarsch machen muss und sich dabei vielleicht also bestimmt verschiedene Geschichten, auch Geschriebenes anschauen kann, wie es einem dabei geht oder gehen kann, glaube ich, wird das nicht dazu beitragen, dass das die Zukunft ist. Bitte. Also ich bin der Vorsitzende der Grünen Alten Bund. Also ich kann Ihnen erzählen, wie die Altenpolitik bei den Grünen ist. Und das sind Einzelkämpfergeschichten. Und wir gewinnen ganz langsam Mitglieder und wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir uns als Grüne Alte organisieren. Mir schwebt vor, dass wir uns als Bande organisieren. Wir sind offen gegenüber allen anderen. Wir haben die Formulierung, dass jeder mitmachen kann, er darf nur nicht in einer gegnerischen Partei sein. Und sonst sind wir dafür, dass wir konkrete Projekte einbinden und die Gesellschaft noch verändern wollen. Und wir werden ganz, 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 ganz langsam etwas mehr. Und wir wachsen wie ein Rhizom. Und das ist auch das richtige Wort. Also Rhizome, Hybride, ich merke schon die Tage. Ich möchte zu dem Punk noch mal kurz was sagen. Entschuldigung, Moment mal, wer? Nee, kleiner Augenblick, da hatte sich jetzt hier... Sie sind erstmal drin, Sie hatten sich vorhin schon gemeldet. Hallo? Also... Ich hau mal einfach in die Runde, wir sind so in der Zeit, wir haben privatisierte Sicherheit, ist so in etwa das große Thema unserer Zeit und wir, all die Sicherheiten, die wir uns wünschen, existenziell und für das Alter und so haben wir diesen Generationenvertrag vor Augen, aber eigentlich sieht man hier viel mehr, habe ich den Eindruck, dass es ein Gespräch zwischen verschiedenen Ansichten, das Leben zu sehen ist, also verschiedene Milieus. Und manchmal denkt man, es macht das Alter den Unterschied, aber es kann auch im Alter diese Unterschiede aufwerfen und es geht vielmehr darum, eine Sprache zu finden, die Möglichkeiten schaffen kann, um diese Grenzen dann fließend zu machen. Das ist vielleicht ein viel größerer Auftrag und vielleicht wünschen sich manche einfach, dass wir diese Parteien tatsächlich überwinden, irgendwann langsam mal zu neuen Gesprächsformen finden. Naja, also wenn ich da direkt mal selber darauf antworten darf, ich fand, dass es jetzt genau auch mal darauf ankommt, also bevor man immer gleich neu verknüpft und neuen Konsens schafft, erstmal die Konflikte auf den Tisch. Also ich finde, dass man hat das oft genug, dass es einfach zu schnell geht, die Generationen müssen sich verbünden und so. Erstmal aufdröseln, wo wirklich Differenzen sind, was man vielleicht damit machen kann politisch. Das ist ja auch interessant. Also, was sich zum Beispiel aus dem, was wir heute Abend gehört haben, ergibt für so einen generationellen Zusammenhang, wer zahlt wessen Rente, wie muss man das organisieren und so weiter. Gut, jetzt hatte sich, ja, Sie und dann Sie. Also ich habe in den 80er Jahren auch gegen viel demonstriert, unter anderem gegen NATO-Nachrüstungsbeschluss, gegen Kernkraftwerke und so weiter. Und ich wollte nur kurz die Bemerkung loswerden, dass mich an den Punks unheimlich genervt hat, dass ich nicht richtig wusste, ob ich jetzt in Richtung Polizei renne und dort von denen eins auf den Kopf kriege oder ob ich von den Punks wegrenne, die mir einen Stein auf den Kopf werfen. Das wollte ich noch mal kurz zu den Punks sagen. Das ging überhaupt nicht, weil Punks waren nie bei Demonstrationen, nicht mal in der Nähe. Also von daher gesehen musstest du vor Punks keine Angst haben. Also kann ich dich beruhigen. Hier vorne? Ich finde es auch wahnsinnig interessant, frag mich aber zwei Sachen. Das eine ist, wie griffig ist jetzt hier eigentlich der Generationenbegriff im Sinne von Kohorte. Und wenn ich mir die beiden zum Beispiel angucke, dann gibt es einfach unterschiedliche politische Sozialisationen.
in ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe, doch einer Generation in diesem Sinne. Und das zeigt eben, hier gibt es durch die unterschiedliche Sozialisation unterschiedliche politische Einstellungen. Der nächste Punkt wäre natürlich, darauf haben Sie hingewiesen, die soziale Schichtung, die hier wahrscheinlich jetzt nicht unterschiedlich repräsentiert ist, würde einen großen Unterschied machen. Das ist sozusagen die Frage, müssen die Generationen nicht noch feiner aufgeteilt werden und dann sind sie irgendwann so fein, dass, wie Sie gesagt haben, am Schluss nur noch Individuum rauskommen. Die andere Hinsicht wäre aber natürlich zu sagen, und das wäre jetzt eine Frage zum Teil an die jüngere Generation, viele dieser Erfahrungen scheinen ja viel internationaler zu sein, als das bei uns noch war. Es klingt alles sehr deutsch im Moment hier. Ja? Und jetzt ist aber noch eine Frage, das Netz, die Tatsache, dass Sie im Ausland waren, ja, die meisten von Ihnen jetzt dann schon ein Jahr da verbracht haben oder noch länger dort auch studiert haben, dann sind sozusagen die Generationen auf einmal irgendwie internationale Generationen und auch davon geprägt. Und das ist dann also viel, das heißt, und dann auch einmal diese Generationenbegriff darauf zu beziehen, was heißt das jetzt für die ARD? Ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn man eigentlich viel internationaler denkt und viel internationaler geprägt ist. Natürlich muss man sich trotzdem hier engagieren, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber ich frage mich, wie sozusagen sinnvoll es ist zu sagen, die Einstellung zum öffentlichen Rundfunk oder nicht, ist von einer Generation geprägt oder ob das nicht doch von anderen Aspekten abhängt, die einerseits viel größer sind und andererseits dann doch viel kleiner, nämlich schichtspezifisch, sozialisationsspezifisch und so weiter. Ja, ich wollte auch auf eine Frage zur Jugend reagieren, die vorher kam und die aus der Publikumsmeldung von Ihnen kam, weil ich war auch irritiert, dass ich hier auf dem Podium die Jüngste war, weil was ich heute merke ist, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, was 15-Jährige bewegt. Da sind eigentlich die Eltern, die 13- bis 17-jährige Kinder haben, sollten da viel weiter sein und das sind ja eigentlich die, die Politik machen. Klar, es ist interessant zu gucken, was passiert international. Ich würde meine Generation auch als komplett internationalisiert beschreiben, sowohl im Mediennutzungsverhalten als auch in der politischen Organisation. Aber wir müssen uns hier natürlich schon die Frage stellen, wie kann ein innerdeutscher Generationendialog gelingen und welche politischen Handlungen können daraus abgeleitet werden. Und das würde ja ganz einfach damit anfangen, dass man versucht, Jugendliche in den politischen Prozess zu integrieren. Und das muss ganz klar mit einer Absenkung des Wahlalters anfangen, finde ich. Und das kann auch nicht damit beginnen, dass man sagt, unter 18-Jährige bekommen den Mindestlohn nicht. Das sind so ganz kleine Sachen, mit denen man einfach mal anfangen könnte. Weil wenn man Jugendliche ernst nimmt, dann reicht es nicht, ihnen nur Bildung zur Verfügung zu stellen. Ich habe eine Rückfrage. Welches Wahlalter schlagen Sie vor? Auf Bundesebene würde ich 14 sagen. Okay, wären Sie auch bereit, die Geschäftsfähigkeit auf 14 abzusenken? Und warum ist Ökonomie wichtiger als Politik? Ein weites Feld. Gibt's weitere Anmerkungen? Wolfgang Gründinger von der Stiftung Generationengerechtigkeit. Ich hatte eigentlich eine andere Frage, aber ich möchte dazu kurz kommentieren zum Thema des Wahlalters. Geschäftsfähigkeit und Wahlrecht sind aus guten Gründen ja getrennt. Man kann Willenserklärungen schon viel früher abgeben. Zum Beispiel konnten auch bei dem SPD-Mitgliederentscheid die SPD-Mitglieder bereits ab 16 Jahren voll mit abstimmen. Auch andere Fragen des Lebens wie Religionsmündigkeit und anderes beginnen schon bei 14, auch Strafmündigkeit beginnt bei 14. Wir reichen gerade übrigens mit 15 Kindern eine Verfassungsklage ein gegen das Mindestwahlalter, weil die Kinder sagen, sie möchten gerne wählen, sie möchten gerne auch mitbestimmen dürfen, was mit ihrem Leben passiert. Und das dürfen sie momentan nicht, weil unsere Demokratie nämlich die Menschen unter 18 Jahren willkürlich und pauschal von demokratischer Mitsprache ausschließt. Mein Name ist Hartmut Davin. Vor einiger Zeit war hier in der Heinrich-Böll-Stiftung auch ein Kongress zur Baustelle Demokratie. Und ich meine gehört zu haben, der Begriff Macht war nicht genannt worden. Mich interessiert auch hier zum Selbstverständnis der Generationen, wie wird eigentlich Macht weitergegeben, weil wie operationalisiert eine Gesellschaft Macht, wie gibt man sie weiter? Könnte Vertrauen ein Gegenbegriff sein? Also das sind Fragen, die überhaupt noch nicht aufgetaucht sind. Und ehrlich gesagt, Baustelle Demokratie, wenn das nicht gehandelt wird, dann ist die Demokratie an der Stelle ziemlich gefährdet.
Also irgendwie die Frage der Macht und Gewalt ist für mich ein blinder Fleck in all diesen Diskussionen. In mir klingt jetzt gerade Ihr Beitrag an, dass ich möchte das nochmal stark machen, vielleicht wiederhole ich mich da auch, aber ich glaube, es braucht eine Kultur des Generationsdialogs. Ich finde, du hast ganz viele Tatbestände da heute aufgezeigt, wo das und markiert, wo das nicht stattfindet, und ich glaube, uns allen fallen da wenig Situationen ein, wo wir wirklich mal ganz bewusst uns hingesetzt haben, außer vielleicht mit Oma und Opa, wie war das denn jetzt oder wie siehst du das und warum siehst du die Dinge so, wie sie sind und was schlussfolgert für dich daraus und wie sehe ich das und wie können wir da, wenn es um eine gemeinsame Entwicklung von auch politischen Forderungen geht, wie können wir aufgrund unserer biografischen und Generation hat immer was auch mit Biografie zu tun, Erfahrung zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Und ich glaube, diese Kultur existiert nicht. Und die Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, ist, kann das eigentlich eine Gesellschaft alleine schaffen oder braucht sie da nicht auch Unterstützung? Also braucht es nicht auch spezielle öffentliche Räume, wo sowas stattfindet und wo man das vielleicht auch mit Unterstützung von Moderation tatsächlich macht? Also bevor das jetzt hier zerfasert, würde ich mal den Vorschlag machen, wir machen jetzt hier mal einen Strich unter die Diskussion. Es gibt die Möglichkeit, jetzt anschließend hier bei einem Empfang weiterzureden, Empfang mit Musik, die wir ja vorhin auch schon gehört haben, die, glaube ich, wirklich sehr schön war. Ich soll außerdem noch darauf hinweisen, dass es morgen früh um 10 mit einem Poetry Slam weitergeht und um 11 folgt dann das erste politische Podium. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse, auch hier oben, meine Mitdiskutanten. Vielen Dank, war sehr interessant. Schönen Abend.